Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Fans und US-Sport-Freaks. Hier seht ihr es, wir sind in Detroit, Michigan zu Gast, im Ford Field, beim ersten Regular-Season-Spiel gegen die Detroit Lions. Und ihr seht es, hier ist mein Quarterback Mike Miller, der noch nicht viel Spielzeit erlebt hatte durch seine Starter-Qualitäten. Hat er ja in der Preseason kaum gespielt. Ich hoffe, ihr habt die ersten beiden Folgen geschaut. Jetzt geht's soweit. Week 1, jetzt geht es rund. Wir sind endlich dabei, die Regular Season zu beginnen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf den Coin Toss hier. Gucken wir mal. Wir haben gewonnen. Na also, geht doch gut los. Auf geht's. Wir haben den Ball abgegeben, das macht ja auch Sinn. Wir kicken als erstes. Und wir werden natürlich weiterhin so verfahren, dass wir den Spielzug uns anschauen. So, die Lions haben Raumverlust schon mal. Oh, 23. Und da ist der Punt. Touchdown, verdammt. Alter, was für ein Ding hier. Guckt euch das an. Stafford hat zu Burleson gespielt und hat einfach mal tiefenentspannte 80 Yards rausgeholt. Und das bringt uns gleich mal unter Zugzwang. Finde ich total ärgerlich. Bin ich ja ganz ehrlich. Wir fangen mit dem Outside-Zone-Lauf an. Ziemlich blöde Sache für uns. So, die Verteidigung ist so aufgestellt, dass es Sinn macht bis jetzt. So, Peterson ist da und wird gestoppt. Ja, auf Peterson hat es wahrscheinlich die halbe Liga abgesehen. Ein Yard Raumgewinn nur. Und so haben wir gleich im ersten Spielzug hier unsere Probleme. Wir spielen einen kurzen Passversuch jetzt auf Jennings. Das hat ja meistens Sinn. Oh, abgefangen. Schade. Jennings war genau im Lauf. Leider abgefangen. Oh, der war sogar knapp an der Interception vorbei. Ja, und da bleibt uns mal wieder nichts anderes übrig. Wir müssen in die Shotgun. Und gucken mal, was bei rauskommt. 3 und 9. Also ein langer. Ein relativ langer. Ich suche wieder Jennings, Patterson oder zur Not auch Peterson. Gucken wir mal. Und der war gut. Nein, der lässt ihn fallen. Ich glaube das nicht. Der Peterson lässt den fallen. Und damit müssen wir schon punten. Das war ja ein ganz toller Auftakt für uns. Eieieiei. Ein Jahr Traumgewinn gerade mal für uns. Und wir müssen an der eigenen 21 punten. Das ist ja mehr als bitter. Scheiß Auftakt. Die Lions haben gleich mit einem 80-Yard-Touchdown angefangen. Und wir kommen nicht mal ins erste First Down rein, weil das Laufspiel direkt durchschaut war. Das ist hart. Bush kommt jetzt bis an die Mittellinie, bis an die 50-Yard-Markierung, 49. Mann, ist das bitter. Mann, ist das bitter. So, jetzt sind sie mittlerweile an der 33. Jawohl. Verlust. Oh, First and Goal. Sie sind schon an der Goal-Line. Und es ist soweit. Wieder Touchdown für die Lions. Das ist echt bitter. Das fängt ja mal richtig bescheiden an. Muss ich leider so sagen. Das fängt richtig bescheiden an. Und wir versuchen zu passen. Aufpassen, die Playclock läuft schon weit runter. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten jetzt. So, Müller, Play-Action Fake. Und den kriegt der Peterson. Kurzer Pass auf ihn, 4 Yard Raumgewinn. Endlich mal ein angekommener Ball hier von uns. Wir bleiben in der Formation, gehen allerdings jetzt wieder auf Pass, selbstverständlich. Beachtet hier unten wieder Patterson mit dem Y oder Jennings. Die werden die Passempfänger, sollen sie zumindest sein. Gucken wir mal, wo Jennings hinläuft. Jennings ist nicht frei, oh, ich werfe ihn aber hin. Und er fängt ihn sensationell überworfen über den... Ja, ich denke es mal, es war ein Safety, der da stand. Sehr, sehr geil. First Down für uns, das war ein guter Wurf. Und da guckt euch das an. Jawohl, überworfen. Guter Wurf von Mike Mahler. Muss ich jetzt hier mal sagen. Und jetzt können wir auch mal wieder einen Run-Spielzug machen. Der Counterweek ist einer meiner beliebtesten Running-Spielzüge. Gucken wir mal, was überhaupt möglich ist in diesem Spiel für Patterson. Der ist halt schneller. Schaut, oh, was macht er denn jetzt?
ein Jahr Raumverlust. Er fällt um wie eine Fliege. Tja, dann gehen wir mal in den Single Back und versuchen den HB Slam. Eieieiei. Nochmal Petersen also ins Spiel bringen. One last play before the quarter ends. Nein, nein, doch, jawohl. Raumgewinn für ihn. 3 Yards fehlen uns noch zum First Down. Wir versuchen den kurzen, schnellen Pass zu spielen oder zu screenen. Müssen wir mal gucken. Leider ist das erste Viertel mittlerweile abgelaufen. Es steht 0-14, also alles andere als ein guter Start für uns. Und wir sind schon wieder gefordert. 3 Yards fehlen uns noch zum nächsten First Down. Und wir werden das Ding screenen. Auf jeden Fall. Zu Wright. Wright lined up in the slot. And the second quarter is underway. Und der ist gut. First down. Wright hat den. Wobei ich sage schon vorher, ist gut. 9-Yard-Screen hier. Wunderbar. Ihr seht es nochmal. Wright ist da und wir nehmen den Draw jetzt mit. Selbstverständlich versuchen wir nochmal zu laufen. Wir haben schließlich starke Spieler. Wir können nach dem Spiel auch gerne mal einen Blick in das Roster werfen. Petersen, guter Move. Und der holt wieder 6 Yards Raumgewinn raus für uns. Wir gehen in die I-Form. Und versuchen mit dem Kurzpass auf jeden Fall an unser Ziel zu kommen. So, die Playclock im Blick. Oder screenen wir wieder? Mal gucken. Oh, der Screen ist durchschaut. Der Screen war durchschaut, aber Petersen holt den Raumgewinner raus. 8 Yards sind es noch zu gehen. Mann, der ist durchschaut gewesen. Zum Glück habe ich ihn aber noch rechtzeitig losgekriegt. So, wieder in die Gun. Wir müssen leider wieder in die Gun. So blöd sich das anhört. Und hoffen, dass wir irgendwas Sinnvolles hier raus machen können. Ich hoffe, dass mein Lauf passt. Third Down Conversion war bisher nicht so schlecht. Blend das mal bitte eine aus. Wright ist im Feld. Rudolf ist im Feld. Ich versuche Rudolf zu spielen und der fängt ihn nicht. Der ist incomplete. Fuck. Ein bisschen nervös sind wir hier in unserem ersten Spiel als Quarterback. Nein, wir punten selbstverständlich. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Mann, der war fast gut gedacht auf Rudolf, aber der war gleich mit 2 Mann gedeckt. Vielleicht hätte ich doch in die andere Ecke schieben sollen. Naja. Gut, das ist ein Touchback hier. Die Lions an der eigenen 20-Yard-Linie. Mit dem Ball. Immerhin kein Raumgewinn bis jetzt. Ja, aber dann kommt ein First Down für 20 Yards. So, an der 41, an der 31 zurück. Jetzt gab es mal eine 10 Yard Strafe. Aber wieder ein First Down. 25 Yard Pass auf Johnson. 26 Yard Pass auf Johnson. Jetzt geht es einen Ticken zurück. Oh Mann. Ist das bitter? 3 und 10, 4 und 10 und ein Field Goal. Wir haben noch 1:30 auf der Uhr. Jetzt müssen wir direkt starten mit der Gun, das ist aber logisch. Jetzt müssen wir natürlich starten hier. Ich versuche das Big Play auf Jennings jetzt. Achtung. Guter Wurf eigentlich. Nein, der war abgefangen. Muss man mal versuchen, denke ich. Zwischendurch. Wir bleiben in der Gun. Wir screenen wieder. Patterson's in the slot. Drop back, shotgun formation. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich habe gedrückt. Oh Mann. Dritter und lang. Na prima, ich habe eigentlich gedrückt. Das geht ja mal richtig in die Hose. Wir kommen aus der Gun nicht mehr raus. Es ist jetzt einfach so.
Jetzt müssen wir einen 18-Yard-Raumgewinn fahren und ich weiß noch nicht so ganz wie. Um ganz ehrlich zu sein. Das ist ein harter Spielzug. Er kann eigentlich nur auf Wright gehen oder auf Rudolph. Und den hat er, der Wright, den hat er und er schleppt sich vor, er schleppt sich 4 Inches. Ja, sie nehmen den Timeout und wir spielen das aus. Darauf könnt ihr euch verlassen. Den spielen wir jetzt aus, das ist doch wohl klar. Open Play Call, das dürfte doch wohl klar sein. Affirmation. Wir gehen in die I-Form. Wir gehen sogar in die Goal-Line, denke ich mal. Genau, wir gehen in die Goal-Line ran. Und ich erwarte jetzt den Fullback-Drive hier, um Inches zu machen. Felton ist da. Jetzt muss was passieren, Leute. Auf geht's, kommt. Entscheidet, jawohl, First Down für uns. Und wir haben unsere Auszeiten noch alle. Und wir nehmen hübsch jetzt auch unser erstes Mal. Das war wichtig. Das war vorhin ein guter Pass. Wir gehen mal ins Full House rein. Mit dem können wir richtig Unruhe stiften, denke ich. Denke, die Long Passes sollten wir einfach erstmal noch lassen. Jennings und Patterson hier sind die Stationen, um die sich drehen soll eigentlich. Ah, der ist zugestellt und er hat ihn. Oh, Jennings lässt ihn fallen. Injury Timeout, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Das ist ein Spieler der Lions. Da kann ich ja nichts für. Wir gehen in die I-Form zurück. Nein, den Singleback wollte ich auch. Gott, doch, Gott. Da sind wir ehrlich, wir können nur noch passen. 1:02. Wir brauchen einen Touchdown oder wir brauchen irgendwas zumindest. And Jennings lined up in the slot. Quick drop back. Rudolph, kurzer Pass, auch der ist incomplete, den kriegt er nicht an Mann, Mensch. Wieder 3 und lang. Das kann ja nicht immer gut gehen, ne? Aber wir müssen es versuchen. Wir müssen es versuchen, wie es aussieht. Ich guck mal, ich sag mal, der Spielzug geht nach links. X oder Y, was sagt ihr? Ich sag Y, der Pass ist gut, die Blocks kommen, aber wieder müssen wir 3 Yards überblicken. Mit dem 4. Versuch, es bringt nichts an der 41, wir nehmen kein Field Goal, nein. Wir spielen auf Quick Pass Offense. Not far from a first down, they're gonna go for it. Versuchen hier, Rudolph ins Spiel zu bringen. And Jennings, a receiver in the slot. Jetzt kommt der Puck. Oh, incomplete. Fuck off, incomplete. Sie haben mich ertackt. Ich wollte dann laufen selber. Und ich hab's versaut. Ah, Mensch. Wichtig ist, sie kriegen nur noch den Kickoff hin, 20-0. Ja, was willst du da noch sagen? Das war ein erstes, ein erster Halbzeit zum Vergessen, denke ich. Alter, die passt, die Zeit läuft da runter. Ich versuche jetzt mal einen Glückslauf. Ich nehme das Timeout natürlich. Muss ich ja. Wir versuchen wieder einen Quick Pass. Um nochmal einen Timeout. Wir haben noch einen Timeout. So, Jennings. Ah, okay. Incomplete. Man muss versuchen. Ich mache mir mein Rating gerade voll kaputt, denke ich mal. Schon, aber es geht auch nichts. Es hat keinen Sinn. Ich denke auch, wir lassen die Zeit runterlaufen. Wir knien die erste Halbzeit lieber ab. Die war scheiße. Ich vermisse so ein bisschen die Coaching-Optionen, um ehrlich zu sein. Ja, das sollte man lassen. 20-0 ist ein richtiges Desaster. Wir treffen sehr viele falsche Entscheidungen.
Ja, tut leider ein bisschen weh. Kann aber nur besser werden, denke ich. Und damit müssen wir leben. Lauf ist durchschaut, würde ich mal sagen. Das ist ein großes Problem, denke ich. Und deswegen müssen wir sehen, wie es jetzt in Halbzeit 2 weitergeht. Immerhin haben wir den Ball, glaube ich. Gucken wir mal. Die Passing Yards, 35 gegen 242. Ja, Rushing Yards gerade mal 17 und das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht gut, muss ich leider so sagen. So, wir haben den Ball. Wir beginnen mal mit einem Screen Pass. Nur auf wen spielen wir denn? Oh, die Play Clock nervt mich schon wieder. Wir sind schon wieder bei 8. Ach du Scheiße hier. Ja, die Running Down, genau. So, Pedersen. Der Block sitzt. Oh, und er kriegt den Tackle. Ich glaube das nicht. Wir spielen einen Play-Action-Pass, ein bisschen Raum, ein bisschen Zeit hier zu schinden. Und gucken da mal, was Rudolph anbieten kann auf seiner Outroute. Jetzt ist er weg. Und jetzt kommt er, Rudolph. Kommt das First Down wenigstens bei rum? Nein. Wieder noch 2 Yards. Ich werde weich hier. Ich werde weich. Wir spielen wieder auf Quick Pass, das ist aber logisch. Ein einzige Third Down Conversion, das ist natürlich ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Jawohl, da ist er frei. First Down von Rudolph, wunderbar. First Down, na also. Wir kommen so ein bisschen besser in die Gänge hier. Mike Mahler hat natürlich, ja, auch nicht weniger als Matt Stafford an Mann gekriegt. Das ist hochinteressant. Das Problem ist, dass Matt Stafford halt einfach mal dann doch ziemlich viele geworfen hat. So, Screen Pass wieder. Mal gucken, welchen Screen wir werfen. Wir nehmen den Wide Receiver Screen. Screen Pass. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Auf Pedersen. Aus der Gun. Sehr frei, aber es ist auch keiner da, der blocken kann. Das ist ein minimaler Raumgewinn von 3 Yards. Das stand schon mal besser alles, muss ich ehrlich sagen. Jetzt laufen wir mal. Ein Outside-Handoff-Lauf. Wir haben lange nicht mehr gelaufen. Wir müssen ein bisschen mischen jetzt. Auch wenn wir nicht gerade viel Zeit haben. Ja? Aber wir müssen so ein bisschen unseren Rhythmus mal finden. In diesem Spiel. Auf geht's. Pedersen läuft sich am eigenen Mann fest. Ich werde weich. Der läuft sich am eigenen Mann fest. 4 Yards brauchen wir noch. Da sind wir mal ehrlich. Da müssen wir schon wieder ins Pass gehen. Und auch auf den Quick Pass. Wir machen mal Slants. Ja, Adrian Pedersen. 17 Yards hat er gerade mal gepackt. Das ist ganz schön wenig. So, und das ist das sichere First Down mit dem Screen von Wright. Da war über die Line of Scrimmage, wollte ich schon sagen, über die Downline. Gucken wir mal, jawohl, First and Ten hier für uns. Na also. Wir versuchen es erneut mit dem Round. Und jetzt sehen wir Wright, hat jetzt 2 Catches, jeweils 10 Yards rausgeholt. Das ist doch mal richtig gut. Pedersen. Pedersen, der macht aber auch gar keinen Raumgewinn hier. Second and 8. 2 Yards gerade mal. Also, wir haben unser Laufspiel, muss ich leider sagen. Das sieht echt bitter aus. Versuchen wir mal einen Fullback Run. Und zwar nehmen wir dann die Variante A. Das ist schon ein bisschen schade hier. Ihr seht ihr es. Felton wird jetzt versuchen durchzubrechen. Ich hoffe, es gelingt ihm irgendwie. Aus der Gun. Auf geht's. Oh Mann, Felton ist auch durchschaut. 1 Yard Raumgewinn für ihn. Oh, die stehen aber auch in der Defense, mein lieber Mann. Erneut bleibt uns nichts anderes als ein schneller Pass übrig. Third Down Conversion. So, Pedersen. Oder am Ende noch Rudolph. Gucken wir mal.
Kein Block da, kein Block. Petersen muss die 2 Yards. Aber jetzt müssen wir es versuchen eigentlich, oder? Wir müssen es eigentlich versuchen. Wir nehmen jetzt das... Oh, nee, das können wir nicht machen. Wir machen Open Play. Es geht nicht anders. Wir können es uns einfach nicht erlauben, so ein Drecksding zu spielen. Und wir spielen erneut einen Quick Pass. Ich kann es nicht ändern. Wir sind ja schließlich jetzt schon 5 Minuten Ballbesitz und sind immer noch nicht in die Endzone gekommen. Wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Wir brauchen einen Touchdown. Unser Laufspiel geht gar nicht. Wir haben keine Chance. Wir müssen passen. So, und erneut Open Play Call, logischerweise. Back. Bei Playtime nehmen wir Quick Pass. Sind mir am liebsten angeordnet. So. Fourth Down Conversion. Einmal ging es gut, einmal nicht. Und ihr seht ja mal, ob wir jetzt hier den Panther oder das Field Goal nehmen. Das ist sowas von egal. Ganz ehrlich. Oh nein, der Penner kommt gerade nach raus. Er kommt gerade nach raus. Und wir bleiben zu Null. Verdammt. Jawohl, da sind wir schon wieder. An der eigenen 22, aber. Jetzt gehen wir in die Gun. Wir gehen in die Shotgun. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen ja irgendwie über dieses verdammte Feld. Uns muss doch irgendwann mal was gelingen. Right. Nein, wieder nichts. Wieder nichts. Und ich habe die Play Clock schon wieder gesehen. Egal, wir müssen weiterwerfen. Playbook. Play Action Pass versuche jetzt mal. Der sieht sehr interessant aus hier. Dann nehmen wir das rote X. Das dürfte Jennings sein. Play Action Fake und dann versuchen wir mal ein bisschen Raum zu gewinnen jetzt aus der Gun. So, aufpassen. Oh Mann, was macht er denn? Wieder ein schlechter Wurf. Wieder nicht überworfen. Und ein letzter Versuch für uns. Nein, wir nehmen wieder den Play Action Fake. Drei von 8 Third Downs. Also wir haben ja viele Third Downs gehabt. Das Problem ist nur, es kommt wenig bei rum. Ich versuche Jennings ins Spiel zu bringen. Jetzt ganz klar. Hopp. Play Action Fake. Jennings. Frei. First Down. Na also. Trotzdem sind wir noch ein bisschen hinten dran. Wir brauchen also weiter die schnellen Spielzüge. So, jetzt haben wir wieder einen Screen Pass drinne. Oder wir warten auf Jennings, das kommt jetzt drauf an. Wobei die Patterson-Methode mir eigentlich am besten gefällt. Hopp. Oh, der ist, schaut schon wieder. Verdammt, verdammt, verdammt. Fumble, ich dreh durch. Und Patterson recovered nicht mal. Ich dreh durch. Das ist ein Spiel zum Vergessen hier. Das ist ein Spiel zum Vergessen. Oh, wei. Booth Review. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Challenge. Ich bin gespannt. Den nehmen wir natürlich mit hier. Gucken wir mal. Tja, das ist ein bisschen spät. Ich bin der Meinung, da ist nichts passiert. Jetzt sind wir gespannt. The ruling on the field is upheld. Jawohl. Welche Überraschung. Ein Tag zum Vergessen, den wir hier in Detroit erleben. Das ist der nächste Touchdown, denke ich mal. Jawohl, Touchdown 27-0. Das macht mich jetzt schon ein wenig traurig. Ich glaube, das haben wir eigentlich nicht verdient hier. Das haben wir eigentlich nicht verdient. Aber die Lions machen das auch richtig gut hier. Wir haben auch keine Chance. Ich muss werfen, ja, Sack. Ihr habt keine Zeit auch. Ich habe keine Zeit für ein Big Play. Leute, das ist zum Kotzen. Das müsst ihr euch mal reinfahren. Meine Spieler, meine Mitspieler schaffen es nicht, die Pocket zu halten. Und das ist natürlich hart. So, nächster versucht, den Ball irgendwie weit zu bringen. An der eigenen 17. So, right. Überworfen.
picked off, but he dropped it. Well, for some reason, this quarterback likes to keep trying to go deep down the field against this cover two. Ja, nur, was sollen wir machen? Wir müssen es versuchen. Ich denke, da brauchen wir nicht weiter zu reden. Wir müssen es weiter versuchen. Irgendwann muss so ein Dreckspass mal ankommen. Das ist kein Spiel für mich hier. Das sehe ich schon. So, jetzt hat er mal Zeit. Und jetzt ist Patterson, der den Ball fallen lässt. Das kannst du doch vergessen, oder? Jetzt kommt der Catch nicht an. Alter Verwalter. Oh Mann. 1-0-Punkte-Wochenende. Das ist ja ein toller Start in die Karriere, oder? Wahrscheinlich bin ich jetzt schon abgehakt. Busch. Bis an die eigene 40 trägt er ihn. Und ich denke, die werden jetzt abknien. Das wäre sehr sinnvoll zumindest. Nein, sie machen das nicht. Sie gehen weiter voll auf Punkte. Jetzt ist das Spiel zu Ende. 0-27 gehen wir unter, liebe Fans. 0-27 gehen wir unter. Ich habe wahrscheinlich schon einen anderen Fehler gemacht. Das weiß ich. Aber ich spiele halt auch risikoreich. Es soll ja auch was bringen hier. Wow. Ziemlich heftig, oder? Ziemlich heftig. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Ich muss mir erstmal einen Schluck Tee eingießen in der Zeit hier. Da kann meine Grippe, ist keine Ausrede dafür im Moment. Jetzt gucken wir uns gerade nochmal unser Roster an, damit ihr seht, wer überhaupt bei uns zu Hause ist. Und dann geht's weiter. Dann hoffen wir auf Besserung im zweiten Spiel. Also schlechter kann es ja nicht mehr laufen, das haben wir von den 0-30. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann gehen wir mal rein ins Team. Na, die News, die laden immer ein bisschen länger. So, hier ist der Team-Roster. Können wir zusammen mal reingucken, was wir so zu bieten haben. Die wichtigsten Stationen, das sind die Quarterbacks natürlich mit Miller und Cassell. Ich bin erst 20 übrigens, von daher. Okay. So, dann haben wir hier Adrian Patterson, wie eben schon gesehen, als besten Spieler des Teams. Jerome Felton ist dabei. Die Wide Receiver sind auch nicht so schlecht mit Jannix und Patterson. Also, ich weiß nicht. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Unser Tight End hier, Rudolph, ebenfalls ein guter, 23 erst. Ja, und sonst sind es halt hier die Linebacker und so weiter. Also, alles gute Jungs eigentlich. Wir haben eine gute Mannschaft. Und wir gucken mal, gegen wen es in Woche 2 geht. Ich habe euch jetzt eben mal so die Highlights gezeigt. Aber nein, weitermachen, weitermachen. Ich will nichts quitten. Das wäre es ja noch. Wir gehen da wegen einem Spiel auf. So, Woche 1 ausblenden. Week 1 gegen die Lions ging so ein ganz kleines bisschen in die Hose. Und mal gucken, gegen wen wir es jetzt versuchen können, besser zu machen. Oder ob es eine Saison zum Abgewöhnen wird für Mike Mahler in seiner Rookie-Saison. Der vom Boston College nach Minnesota kam. So, wir werden das Auftaktspiel. Spannung steigt, die Spannung steigt. Wer wird der Gegner in Woche 2? Kommt. Lad nicht so lange, das dauert ja ewig. Oh, wir springen in die Chicago Bears. Auch ein Laufteam. Da bin ich mal gespannt, wie das abgeht. Also, die Bears sind unser nächster Gegner in Woche 2. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen und ihr haltet mir die Daumen und leidet mit mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal.